Jo Leute, was geht? Euer Open Beta hier. Und heute habe ich mal für euch ein paar News. Und erste News, ich werde vom 18. bis zum 22. nicht da sein. Da werde ich in Urlaub sein und mal ein paar Leute besuchen gehen. Von daher keine Streams. Gut, jetzt laufen die Bots natürlich weiter. Die werden bleiben. Für euch, die sind aktiv, da habe ich Zugriff drauf durch Internet. Also da dürfte kein Problem bestehen. Ich denke mal, dass ich dann am 23. noch einen Weihnachtsstream raushauen werde. Aber das schauen wir dann, wie ich dann drauf bin und so. Und ansonsten kommen wir mal zu ein bisschen was anderem. Ich habe für euch heute ein paar Bilder zum Weihnachtsmarkt, wo ich war, in Oberhausen, Zentrow. Leider keine Videos großartig und das einzige Video, was ich habe, muss ich leider ohne Ton machen, wenn ich es denn einspielen werde, wenn das mir gefällt. Das habe ich jetzt noch nicht geschnitten. Und das andere ist, ich war in Star Wars, die letzten Jedi. Und das war ein super Tag. Kann ich nur sagen, wow, zu dem Tag, also was mir geboten worden ist. Vielen Dank daher nochmal an meinen Kumpel Backes, der mir das Ganze finanziert hat, der mich eingeladen hat, sozusagen als Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk, was jetzt noch kommt, sind wir dann da reingegangen. Und als erstes überrascht er mich mit dem Star Wars Shirt in Gold, wo auch Last Jedi draufsteht, total geil. Und dazu gab es noch eine ganze Menge mehr. Wir fangen mal mit dem kleinsten an, würde ich sagen. Ja, das kleinste wäre hier so ein 0,5 Becher zum Trinken mit einem Imperium BB-8, der kurz auch im Film zu sehen ist. Finde ich persönlich sehr cool. Der kleine BB-8 hier, der wird jetzt auch mein Second Screen, meinen zweiten Monitor zieren. Der wird darunter stehen. Sozusagen als kleine Unterstützung als Co-Piloten. Finde ich sehr, sehr cool. Ich hätte gern den Original BB-8 gehabt, aber man kann ja nicht alles haben, sage ich mal. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, das zweite wäre dann diese wunderschöne Tasse mit einmal einem X-Wing so, und einmal einem T-Fighter drauf. Auch sehr, sehr cool, wie ich finde. Stellt die außerdem nicht in die Spülmaschine, dann ist das Motiv hin. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt an die Tasse. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber gut, muss man halt per Hand waschen. Ja, das nächste wäre eine Spardose. Einfach gemacht. Ist auch schon ein bisschen Geld drin, wie man hört. Und die finde ich sehr cool. Also ist auch wieder schlicht mit Ton und so. Nichts Großartiges, aber passt sehr schön. Gab's auch im Pack mit dem Becher und ein Popcorn dazu. War leider nur ein Kinderpopcorn, aber da gab's noch was im Merch Shop bei Cinemax und das kommt jetzt. Diesen coolen Blecheimer haben wir uns Popcorn nochmal zusätzlich bestellt und haben es da reinfüllen lassen, weil ganz ehrlich, das war einfach besser bei 3 Stunden fast Filmlänge plus Werbung. Sehr, sehr gut. Hat auch dem Film über gereicht. Hat uns sehr gefreut. Und das letzte, was ich mir dann nochmal geholt hatte, war dann diese wunderschöne
Hier mit Millennium Falcon, TIE Fighter und X-Wing Keksdose. Sehr schön. Hier diesen Deckel, der geht ein bisschen schwer ab, aber ich finde, das ist auch sehr gut so. Ich hoffe, das gibt keine Kratzer mit der Zeit. Eine sehr coole Sache, wollte ich unbedingt haben. Da kommt dann das extra gute Zeug rein, wo ich dann in die Weiten des Weltalls fliegen kann, wenn ich davon mal was naschen sollte. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ja, kommen wir mal zum Film selbst, ohne jetzt zu spoilern oder Kritik. Dazu kommt ein separates Video, wenn ich das denn frühzeitig noch schaffen sollte, das aufzunehmen. Ansonsten kommt es halt nächstes Jahr. Der Film an sich, man merkt ihm die fast 3 Stunden nicht an. Definitiv nicht. Also mir kam es vor wie vielleicht 2 Stunden. Der Film setzt dich so unter Spannung. Er gibt dir Lacher, Action und 3 Storys gleichzeitig in dem Sinne, die parallel laufen. Du kommst gar nicht dazu, auf die Uhr zu gucken, weil da ein Kracher nach dem nächsten kommt. An einer Stelle, muss ich sagen, hat man die CGI gesehen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, der Film, top. Einfach nur wow. Also ich war danach noch richtig aufgeregt, hab's gefeiert und puh, das war ein ultimativ geiler Tag. Kleiner Kritikpunkt, der auch von der Kasse her kam, also von der Nachbarskasse. Wir haben gefragt, warum wir nicht direkt die Metalleimer gekriegt haben, um das Popcorn da reinzustellen. Schaltete sich von der Nachbarskasse einer da ein und sagte, er hätte sich da wohl auch drüber ein bisschen geärgert, hat das als Kritikpunkt angegeben, warum sie es nicht machen vom Kino selbst. Aber kann man nichts machen, sagte er selbst. Schade. Und er merkt halt, da ist der Anklang. Er hat recht behalten, hätten sie machen sollen. Tja. Ob es jetzt so gewesen ist oder nicht, kann ich jetzt nicht entnehmen, weil ich kann dem Mann ja nur vor den Kopf gucken. Das war es soweit von mir. Das Letzte, was ich noch sagen könnte über den Film oder beziehungsweise an die Gäste. Die Jugend von heute. Ganz ehrlich. Ich erlebe es hin und wieder mal. Bei dem Film hat es mich jetzt besonders gestört. Wenn ihr einen Film wie Star Wars gucken wollt, dann haltet die Schnauze während des Films. Wir hatten welche, die haben übertrieben gelacht. Wir hatten welche, die sind dreimal, fünfmal aufs Klo gegangen. Und dann gab es da noch welche, die unbedingt während des Films nach irgendwas über Luke Skywalker in die Menge brüllen wollten. Ich hätte sie am liebsten erwürgt. Also bitte reißt euch da zusammen. Ich meine, ihr solltet es erleben, ihr solltet es schön finden, Star Wars zu gucken. Ihr sollt genau dasselbe Erlebnis haben bei Star Wars wie ich. Und dann den anderen das Kinoerlebnis zu versauen, das ist nicht schön. Und ich hoffe, das Video findet da einige, die da sich nie Gedanken drüber gemacht haben, sage ich mal. Und jetzt sagen, ja, komm, der hat recht. Weil ich gehe ja auch nicht zu euch, zu euren Lieblingsfilmen oder Serien und hau da irgendwas raus und nerv euch, während ihr euch das entspannt angucken wollt und euch eigentlich freut, dass der Film läuft oder die Serie halt oder was auch immer. Mache ich auch nicht und das sollte jeden auch genauso gebühren. Aber ansonsten, wie gesagt, schöner Film, cooler Tag und ich werde euch da auf jeden Fall noch für Köln zum Weihnachtsmarkt und noch bisschen Vlog-mäßig was liefern, hoffe ich. Ansonsten bin ich raus. Schönen Tag noch, Abend, wann ihr das Video hier seht. Euer Open Beta.